So, jetzt wird schon ein bisschen schwieriger. Okay. Jetzt sind wir schon bei der 10.000 Download-Marke. Hier gibt es auch wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Wir werden jetzt auch wieder nur ein paar skizzieren. Also das erste ist, dass ihr Social Influencer ausfindig macht. Okay. Wie findet man die? Ja. Also Social Influencer heißt jetzt erstmal nichts anderes als eine Person im Internet, die eine hohe Reichweite zu anderen Leuten besitzt. Ja? Also das können YouTube-Leute sein, das können Twitter-Leute sein, das können Facebook-Leute sein, das können Leute auf Instagram sein, die irgendwo zwischen 10.000 und, keine Ahnung, 100.000 Follower haben, die auch vielleicht irgendwie einen thematischen Bezug haben. Genau, die kontaktieren auch ähnlich wie hier, euer Produkt vorstellen, bis in Bezug natürlich auch zu denen nehmen, was es denen bringen könnte. Kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen Geld kostet, aber das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Okay. Wie gut. Findet man die, hast du gefragt, durch Recherche. Anders geht's nicht. Okay, das glaube ich, ja. Gut, okay, also Recherche heißt einfach in die jeweiligen Plattformen dann gehen. Vielleicht gibt es sogar die einzelnen Auswertungstools für die Plattformen, wo man dann gezielt danach suchen kann. Genau. Gut, okay. Das nächste, was ihr machen könnt, ist zu einem richtig großen Festival zu gehen. Hier ist ein Beispiel, South by Southwest. Okay. Das ist in Amerika ein ziemlich großes Festival, wo viele Startups, Tech-Teams ihre Ideen zum ersten Mal so in der Öffentlichkeit zeigen. Zum Beispiel Twitter hatte da auch ihren Launch, Periscope glaube ich auch. Erkundigt euch einfach mal über dieses Festival. Ist jetzt nur ein Beispiel. Könnt ihr natürlich auch, wenn ihr jetzt irgendwie was im Musikbereich macht, gibt es auch riesige Musikfestivals. Das sind einfach jede Menge Menschen und die könnt ihr dann natürlich super über Flyer oder andere Marketingmaßnahmen gut erreichen, weil sie alle quasi zu diesem Zeitpunkt zusammenkommen. Ja, Messen vielleicht, die zum Fachthema sind, gehen auch vielleicht. Ja, also, nehmen wir direkt mit auf. Jetzt bei mir im Fitnessbereich würde mir sofort die FIBO einfallen, wo einfach unglaublich viele Menschen rumrennen, die Flyer brauchen. Genau. Das nächste, was ich auch versuchen würde in dieser Stufe, ist, die lokale Presse zu bekommen. Das heißt, es gibt natürlich Massenmedien wie Bild.de, Spiegel und was weiß ich, aber denkt auch einfach an die Presse, die um euch herum ist. Ja? Also hier in Kassel ist zum Beispiel die HNA ganz stark. Die einfach mal anrufen, denen von eurer Idee erzählen. Die haben oftmals ein Ohr für sowas und sind auch mit Sicherheit daran interessiert, darüber zu berichten. Ja, genau. Super, okay. Lokale Presse. So, gut. Ja, jetzt haben wir schon einiges. Wenn ihr das geschafft habt, dann kommt ihr hoffentlich zur nächsten Stufe. Es ist natürlich keine Garantie, dass ihr dahin, also dass die Maßnahmen alle zu 100% greifen, aber sie erhöhen natürlich eure Wahrscheinlichkeit. Und 10.000 bis 50.000 Downloads ist schon jetzt wirklich richtig tricky. Hier gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Hier nochmal die Punkte hinmachen. Das erste, was ihr machen könnt, ist einen Celebrity, einen Star dafür zu begeistern, für euch zu werben. Das ist eine Strategie, die tatsächlich auch viele Startups machen. Also jetzt mal als Beispiel, in unserem Fall wäre das vielleicht ein Matthias Schweighöfer, der natürlich sehr filmnah ist. Aber es gibt auch andere, wie in den USA, Ashton Kutcher oder so, die auch in Startups investieren und die eine enorme Reichweite im Social-Media-Bereich haben. Und wenn die natürlich über euch twittern oder auf Facebook was posten, das kann erstens mal dazu führen, dass andere Pressefirmen auf euch aufmerksam werden. Und natürlich, dass die Follower das auch direkt runterladen. Okay, ich glaube, in Deutschland ist Joko Winterscheid von Joko und Klaas sehr bekannt. Der ist bei, glaube ich, Go Butler zum Beispiel investiert und ist da ja auch unterstützend mit Social Media Reichweite gerne dabei. Genau. Ist aber auch nicht einfach. Also es ist echt schwer, das glaube ich, da dran zu kommen, aber man muss hartnäckig sein, es geht. Gut, das nächste ist ein Feature von Apple bzw. Google. Was bedeutet das konkret? Apple und Google haben ja die größten mobilen Plattformen mit iOS und Android. Dementsprechend auch die höchste Reichweite. Und Apple und Google zeichnen manche Apps aus,
indem sie sich auf der Startseite von dem Play Store oder App Store quasi vorstellen, ja, die einzelnen Apps. Wenn ihr das schafft, dann könnt ihr auf jeden Fall gut Downloads generieren. Das ist auf jeden Fall super schwer. Ihr könnt euch aber im Internet tausende Artikel dazu durchlesen, wie man die Wahrscheinlichkeit oder Chance auf ein potenzielles Feature erhöht. Mhm. Das wäre jetzt theoretisch ein komplettes Video, wenn wir das jetzt machen würden. Okay. Aber solltet ihr auf jeden Fall nachstreben, wenn ihr eine App auf den Markt bringt. Okay. Ja. Ich glaube, ihr hattet auch ein Feature bisher von genau. Apple. Genau, ja. Genau, deswegen ist wahrscheinlich euer Anteil bei Apple-Nutzern auch gerade viel höher als bei Android. Genau, genau. Ja. Super, okay. Gut, also da ist das nochmal ein komplett eigenes Thema vermutlich. Gut, alles klar. Dann das nächste ist Mass Media. Also das ist jetzt wirklich Presse, die eine sehr, sehr hohe Reichweite hat. Also jetzt mal ein ganz banales Beispiel wäre jetzt Bild.de. Ich kenne aber tatsächlich auch Gründer, die ganz stark versuchen, auf diese Plattform zu kommen, weil da einfach Millionen von Besuchern monatlich auf diesen Webseiten sind. Wenn ihr das schafft, eine richtig geile Story um euer Produkt herum aufzubauen und einen Journalist davon zu begeistern, dann könnt ihr darüber auf jeden Fall viele, viele Downloads generieren. Genau. Wie der Beispiel Joko Winterscheid. Wenn der natürlich was twittert oder auf Facebook postet, dann bekommt natürlich die Presse davon auch Wind. Und dann kann es auch gut sein, dass ihr einen Artikel auf Bild.de oder sowas bekommt. Genau. Aber auch so, ihr könnt gucken, was für Journalisten gibt es bei den einzelnen Redaktionen. Was für ein Fachgebiet haben die? Vielleicht haben die auch einfach ein Interesse für eure Thematik. Genau. Vielleicht noch ein ganz praktisches Beispiel. Das sitzt direkt unter uns hier sozusagen. Ja. Das ist die Firma Smino. Die waren zum Beispiel bei ZDF in einer Startup-Dokumentation und haben darüber auch sehr gute Verkäufe oder sehr viel Bekanntheit erzielen können. Ja. Super. Oder Höhle der Löwen. Ja. Genau. Das ist auf Vox. Ja, stimmt. Ein klassisches Beispiel. Genau. Ja. Jetzt haben wir es eigentlich schon vorweggenommen. Fernsehen. Ach, okay, gut. Aber macht nichts. Das war gar keine Absicht. Genau. Also es gibt auch so App-Checks im Fernsehen, bei TAF zum Beispiel, dann Höhle der Löwen oder ZDF, auch irgendwas mit Startups. Da müsst ihr natürlich auch irgendwie gucken, ob das thematisch irgendwie reinpasst. Und wenn nicht, dann müsst ihr euch halt Gedanken machen, was für eine Story kann ich aufbauen, die emotional irgendwie aufgeladen ist und irgendwie auch mein Produkt in den Vordergrund stellt. Und diese Story dann an die Journalisten übertragen, weil die sind eigentlich immer auf der Suche tagtäglich, was sind coole Stories, über die wir berichten können. Mhm. Super, okay, dann gehe ich nochmal ganz grob hier so drüber mit der Kamera. Ja. Also 0 bis 10 wären dann Freunde, Familie, Fragen zum Beispiel. Genau. Dann 10 bis 100 wären auf der Straße Leute ansprechen oder bei Facebook und Twitter, also die eigenen sozialen Netzwerkplattformen nutzen im persönlichen Bereich oder eine Party, fand ich eine sehr coole Idee. Ja. 100 bis 1000 wären dann Flyer drucken, Nischenblogs anschreiben, Product Hunt bzw. andere Gründerblogs wie Gründerszene oder deutschestartups.de anschreiben. Dann 1000 bis 10.000 Social Influencer in deiner jeweiligen Nische gewinnen, zum Beispiel YouTuber, Instagram und so weiter. Festivals, Messen oder Lokalpresse. Dann nochmal im letzten Schritt Stars bzw. andere bekannte Persönlichkeiten ein Apple bzw. Google Feature anstreben. Dazu vielleicht auch nochmal die Google-Suche bemühen, wie man das schafft. Massenmedien und TV dann noch als Abschluss. Genau. Gut, gibt es ansonsten noch einen Tipp, was du sagen möchtest? Wir haben noch eine Sache vergessen. Okay. Das ist aus dem Guerilla-Marketing eine Strategie. Das ist irgendwas absolut Verrücktes zu machen. Jetzt in dem Fall irgendeinen Stunt. Das kann was total Krankes sein. Vielleicht kennt ihr Richard Branson von Virgin Atlantics. Der hat im Endeffekt über solche Maßnahmen sehr, sehr, sehr viel Marketing, kostenloses Marketing bekommen, indem er echt übelst verrückte Sachen gemacht hat, wie zum Beispiel mit einem Heißluftballon über das Meer zu fliegen oder, keine Ahnung, den Weltrekord zu knacken und so weiter und so fort. Gut, okay, also da müsst ihr ein bisschen Risiko eingehen. Gut, gibt es ansonsten noch irgendeinen Tipp, den du App-Startern sozusagen geben möchtest, anderen App-Startups, wo du sagen kannst, das müsst ihr unbedingt beachten oder im Bereich Vermarktung, Marketing, die ersten Nutzerzahlen? Ja, also wichtig ist, es gibt nicht so die goldene Kugel, um jetzt ganz, ganz viele Downloads auf einmal zu generieren. Ihr müsst offen sein für unterschiedliche Ideen. Wenn ihr in einem Team arbeitet, setzt euch auf jeden Fall zusammen, nicht, dass das nur einer macht, weil es ist echt viel Kreativität
und Dreistigkeit gefragt. Das vielleicht nochmal als letzten Tipp. Immer okay. Dreist. Super, okay. Cool. Ja, dann war es das, glaube ich, von unserer Seite für heute. Falls ihr noch Fragen zu dem Bereich habt, noch weitere Ergänzungen und Vorschläge vielleicht, was ihr mal gesehen habt oder wo ihr euch denken könnt, dass das funktioniert, gerne auch was in die Kommentare schreiben. Freuen wir uns drüber. Cool. Als Hinweis. Ansonsten, Manu erzählt das aus Erfahrung sozusagen, weil er mit seiner App, man sieht es so ein bisschen Kritik, einem sozialen Netzwerk für Filme und Serien schon sehr viel Erfahrung einfach sammeln konnte in dem Bereich Apps und App-Marketing. Ja. Gut, ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert und ansonsten einfach einen Daumen nach oben da lasst. Und die App natürlich runterladen. Das natürlich sowieso. Alles klar. Super, bis dann. Cool. Tschüss. Ciao.